In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Kohlgemüse kochen könnt. Und hierfür benötigt ihr in etwa einen halben Weißkohl. Das kommt natürlich auf die Größe des Kohls an. Jetzt benötigt ihr noch zum Würzen Salz, Pfeffer und ein wenig gekörnte Brühe. Dann braucht ihr für die Soße Mehl und Margarine, damit ihr eine Mehlspitze machen könnt. Und zum Schneiden des Kohls noch ein großes, scharfes Messer. Im ersten Schritt muss der Kohl natürlich geschnitten werden und hierfür setzt ihr das Messer am besten neben dem Strunk an und schneidet einmal das Stück ab. Das kann ein bisschen schwer sein, denn der Kohl ist sehr fest. Also passt auf, dass ihr euch nicht schneidet. Ihr braucht wirklich ein sehr scharfes Messer und viel Kraft. So, jetzt nehmt ihr das Stück, was ihr gerade abgeschnitten habt und legt das mit der Schnittfläche auf euer Brett und schneidet jetzt einfach, ich zeige euch das mal, relativ dünne Scheiben ab. Und diese Scheiben legt ihr wieder hin und schneidet wieder quer kleine Scheiben ab, die dann ungefähr diese Breite hier haben. Und somit hat euer Kohlgemüse dann die perfekte Größe, um schnell gar zu werden. So, ich habe den Kohl jetzt gründlich gewaschen und in einen großen Kochtopf mit Wasser gegeben und lasse ihn nun bei mittlerer Temperatur köcheln, bis er weich geworden ist. Und während der Kohl köchelt, könnt ihr euch um die Soße, das heißt um die Mehlspitze kümmern. Hierfür braucht ihr einen zweiten, etwas kleineren Topf und den erhitzt ihr. Und jetzt gebt ihr als allererstes ein wenig Margarine hinzu, da ihr relativ viel Soße für so viel Kohl benötigt. Gebt je nach Gefühl ungefähr diese Menge an Margarine in den Topf und wartet, bis sie geschmolzen ist. Wenn die Margarine geschmolzen ist, gebt ihr unter ständigem Rühren, am besten eines Schneebesens, langsam euer Mehl hinzu. Es dürfen keine Klümpchen entstehen. Und dann habt ihr eine dickflüssige Masse und die füllt ihr jetzt mit ein wenig Wasser auf. Ich habe die Soße jetzt mit etwa 400 Milliliter Wasser aufgeschüttet und nun müsst ihr sie aufkochen lassen, bis sie eure gewünschte Dicke erreicht hat. Und dann könnt ihr sie würzen. Einfach kräftig Salz und Pfeffer hinzugeben. Die Soße kann wirklich sehr stark gewürzt werden, denn der Kohl ist ja komplett ungewürzt und braucht sehr viel Geschmack. Und zum Schluss gebt ihr noch reichlich eurer gekörnten Brühe hinzu. Und nun wieder alles kräftig verrühren. Und dann seid ihr mit der Soße fertig und müsst noch ein paar Minuten auf den Kohl warten. Nach ungefähr 20 Minuten ist der Kohl weich genug gekocht, ist aber trotzdem noch relativ bissfest. Und nun könnt ihr das Wasser ausschütten, das habe ich schon vorbereitet. Und jetzt gebt ihr einfach eure Soße über den Kohl. So. Die Soße sollte relativ dickflüssig sein, denn der Kohl enthält einiges an Wasser. So, das fertige Kohlgemüse
Kohlgemüse sieht dann folgendermaßen aus. Jetzt kann man es noch nach Belieben nachwürzen und dann seid ihr fertig.